Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Trend Raider Box ist da und die ist mega schwer. Das Kindchen macht Mittagsschlaf, deswegen habe ich jetzt kurz Zeit, das Video abzudrehen und ich freue mich schon richtig. Ich bin nämlich sehr gespannt, was da drin ist, weil das so unfassbar schwer ist. Und natürlich habe ich auch wie immer einen Rabattcode für euch. Der steht in der Infobox, da könnt ihr sparen. Schaut deswegen gerne mal vorbei. Und jetzt geht's los. Oh, Leute. Oh, ich hab's. Unfassbar. Was ist denn da drin dieses Mal? Ich bin echt gespannt. Weekend Brunch ist das Thema. Oh, lecker. Liebe ja Brunch, ne? Ist aber schwierig mit Kindern. Da muss man dreimal frühstücken, bis es eigentlich Frühstückszeit ist, weil ihr so früh wach seid. Okay, ich sehe schon ziemlich viel. Das ist ja mal abgefahren. Da ist so ein Crunchy drin. So heißt das doch, oder? Scrunchy? Scrunchy heißt das. Und das ist aber so aus Leder. So aus einem hellen Leder. Das fühlt sich richtig schön weich an und alles. Boah, mir sind hier zwei Nägel abgerissen. Guckt nicht, jetzt guckt er natürlich extrem drauf. Ist mir jetzt irgendwie auch klar, aber ist wie es ist. Das ist von Parsa, parsabeauty.de. Das finde ich ganz schön, aber gepackt hat Stefan, danke. Und da ist noch das Heftchen und da gucke ich mal, was das kostet. Finde ich schön, dass hier ein Heftchen mit dabei ist. Nachhaltiges Haaraccessoire. Ab 5,99 Euro. Und da hätte es noch andere Sachen gegeben. Aber ich muss sagen, ich bin mit diesem Scrunchie wirklich sehr zufrieden. Es hätte nämlich noch so ein Haarreif, so einen dicken Haarreif gegeben. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und so ein Haarband auch nicht so. Deswegen, ich mag das hier. Und ich finde, das passt auch gut dazu. Je nachdem, was man halt anhat. Ich finde es jetzt erstmal nicht schlecht. In schwarz oder in dunkelbraun hätte es mir ein Ticken besser gefallen, aber ich finde das wirklich sehr schön. Fühlt sich auch wirklich hochwertig an. Nächstes. Boah, da ist so viel schweres Zeug drin. Was ist das denn? Bio-Brotaufstrich von Malzit. Ich kenne das gar nicht. Sieht ein bisschen aus so wie Honig. Was ist das? Ja, abgefahren. Innovativer Malzbrotaufstrich. Ist das was Süßes? Hier kommt ein ganz neues Frühstückserlebnis für dich. Der Bio-Malzaufstrich von Malzit ist eine innovative, nachhaltige und super leckere Alternative zu Marmelade, Honig und Co. Mit deutlich weniger Zucker als diese. Das ist ja super. Alle Malzit-Produkte sind vegan und die Zutaten aus regionalem Bio-Anbau. Ja, warum nicht? Ja, wir werden es mal ausprobieren. Kostet 5,99 Euro. Das ist jetzt was, das hätte ich mir so nicht gekauft. Das hätte ich mich nicht getraut. Aber jetzt so zum Ausprobieren. Bin gespannt auf jeden Fall. Ich sehe so ein bisschen wild aus. Ich muss so dringend zum Friseur. Aber jetzt mit kleinem Kind. Oh. Gucken wir mal. Was ist das denn? Ist das Kokosmilch? Das wäre cool. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Coconut Milk, tatsächlich. Mag ich gerne. Finde ich immer sehr erfrischend. Kostet 2,99 Euro. Kokosmilch zum Trinken. Dr. Martins.shop. Klarer Kokossaft. Sehr, sehr, sehr cool. Auch vegan. Freue ich mich sehr drüber. Hatte ich nämlich jetzt die Tage auch wieder richtig Lust drauf. Und da ist super viel zu essen drin, aber ich sehe auch was Beauty-lastiges von Olution, ein Eyeliner. 100% natürliche Inhaltsstoffe.
Und der ist super teuer, habe ich nämlich gerade schon gesehen, kostet 23 Euro. Also ist quasi schon, ich glaube, die Hälfte der Box mit nur einem Produkt. You Got The Look mit dem Bio-Eyeliner Headline von Olution. Mit seiner ultra feinen Spitze lässt er sich super leicht auftragen, trocknet schnell und hält den ganzen Tag. Okay. Ja, warum nicht? Für den perfekten Look zu deiner Brunch-Verabredung. Thema muss ja beibehalten werden. Nein, aber finde ich cool. Warum nicht? Für 23 Euro, dann kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und es ist noch was Beauty-lastiges drin, da freue ich mich sehr. Und zwar ist das von Matte Masky. Das ist ein Serum-Infused Moisturizer. Hydrating, Nourishing, Purifying. Also ich glaube, das ist so eine Creme. Mal gucken, was da steht. Perfekte Skincare für strahlend junge Haut zu deinen Verabredungen. Womit wir dann wieder beim Thema wären. Der Serum Infused Moisturizer von Matte Masky verfeinert die Vorteile von Fruchtessenzen, leichten Ölen und einem kollagenverstärkenden Serum. Okay. Verabschiede dich von trockener, fahler Haut und verbessere gleichzeitig deine Hautelastizität. Mit wertvollen Pflanzenauszügen wie Kiwi- und Apfelextrakt, Süßmandelöl und Aloe Vera Saft. Mhm. Interessant. Ich finde das sehr, sehr cool. Da freue ich mich wirklich mega drüber. 35 Euro und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich richtig toll. Und alleine mit diesen beiden Beauty-Produkten habt ihr schon den Wert der Box wieder raus. Aber ich sehe hier noch so eine süße Dose. Was ist das? Very Vase. Das interessiert mich. Das ist mein Goodie. Für dich als 12-Monats-Abonnent. Special Trend Goodie. Was? Oh mein Gott, Leute, 25 Euro. Hört doch auf. Ein loser Mineral Eyeshadow. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Ah, mit dem kurzen Nagel hier das abmachen. Moment. Ich öffne das Ganze. Oh Gott. Ich habe Angst, dass das alles rausfliegt, weil loser Eyeshadow. Ah ne, oho. So sieht das Ganze aus. Edel, edel. Traue ich nicht. Moment. Ich mach's mal am Tisch, bevor mir hier alles um die Ohren fliegt. Okay, das ist so ein bisschen hier am Rand. So sieht's aus. Aber ich finde das richtig cool, dass das so eine Farbe ist. Ich persönlich, gut, ich habe jetzt heute auch so pink drauf und so, hatte ich irgendwie Lust drauf. Aber, oh Gott, und hier bin ich ja wieder... Hier bin ich wieder ein bisschen fleckig, aber das ist von meiner Haut. Leider, wie ihr sehen könnt, bin wieder aktuell angeschlagen, hauttechnisch. Ja. Naja, aber ja, wie gesagt, sowas mache ich mir jetzt nicht so gerne auf die Augen. Das sieht man immer so ein bisschen kränklich aus, aber ich benutze das auf jeden Fall als Blush. Und ich glaube, ich mache das direkt mal. Da habe ich hier so einen dicken Pinsel. Vielleicht kriege ich das hier auch mal noch ein bisschen... Das liegt an der Haut wieder. Och, immer so blöd hier bei mir. Kann ich nichts machen. Ich gehe nur so ein bisschen rein. So. Und dann mache ich direkt mal noch auf die andere Seite. Mit so viel hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Muss man ein bisschen besser dosieren als ich. Ist super schön, aber bisschen viel jetzt. Aber ich probiere es halt aus, ne? Ich benutze das als Blush, weil ich finde die Farbe als Blush wirklich tippitoppi. Guckt mal. Ist jetzt ein bisschen zu viel und halt meine Haut, aber ist richtig schön. Ich benutze das als Blush. Muss ich nur gucken, dass ich hier wieder alles ins Töpfchen mache. So sieht's aus.
Also das finde ich richtig toll. Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und dann kann man das hier wieder so drauf machen. Gefällt mir. Finde ich sehr, sehr schön, wie gesagt. Ja, jetzt nicht hier als Mineral Eyeshadow, aber als Blush. Sehr cool, freue ich mich drüber. Es geht weiter. Hier ist, glaube ich, noch was Cooles drin. Aber das lasse ich mal noch bis zum Schluss. Was ist das? Oh, ich sehe es schon. Das ist Kaffee, aber der ist schon gemahlen. Schade. Weil ich benutze halt nur Bohnen. Ich habe zwar auch so ein Fach für losen Kaffee rein, aber ich habe nur so eine enge Nische, wo die Kaffeemaschine drin steht und ich komme da nicht richtig dran und dann ist da so eine Sauerei. Deswegen benutze ich eigentlich keinen gemahlenen Kaffee. Aber den werde ich auf jeden Fall weitergeben. Finde ich nicht so schlecht. Und ja, ist trotzdem nicht schlecht, aber Bohnen wären hier halt für mich besser gewesen, aber viele können mit dem gemahlenen Kaffee einfach mehr anfangen. Deswegen verstehe ich das auch, dass das drin ist. Ich gucke nur mal gerade, wo habe ich es denn? Nee, das ist das alles nicht. Hallo? Das ist gar, steht gar nicht drin. Wo ist denn das? Ach doch, hier. Genau vorm Gesicht, Leute. Direkt mittig. Ich habe das nicht gesehen. 7,99 Euro. Fair gehandelter Arabica-Kaffee. Ja, ist nicht schlecht. Aber ja, weiß ich, das wird ewig bei mir rumstehen, weil ich dann immer das so vorschieben muss. Dann so rein und och, fällt immer die Hälfte daneben. Und dann irgendwie vergesse ich das, dass ich auf Filter, also dass ich auf gemahlen, auf dieses Fach da klicken muss. Und dann rutscht es durch und ah. Katastrophe, deswegen gebe ich weiter, dann ist es besser aufgehoben. Ihr könnt 15% sparen im gepa-shop.de mit Kaffeetrend 15. Und es geht weiter. Baukof Dinkelbrot. Eine Backmischung ohne Mehl und Hefe. Sieht auf jeden Fall richtig gesund aus. Ich werde es ausprobieren. Warum nicht? Nur 500 Milliliter kaltes Wasser dazu. Bin gespannt. Ich hatte schon mal so eine blaue, das ist ja jetzt lila und das war so eine blaue Packung. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und das habe ich ein paar Mal gemacht von Baukofen. Das war richtig, richtig gut. Das haben wir wirklich gerne gemocht. Die hier hatte ich jetzt noch nicht. Da steht's. Mit 46% Dinkelflocken und 52% Saaten. Ist das dann glutenfrei? Ist Dinkel glutenfrei? Ich weiß es gar nicht. Ah doch. Was steht denn hier jetzt? Kann Spuren von anderen glutenhaltigen Getreidearten, Soja, Schalenfrüchten, Nüssen, Senf und Lupinen enthalten. Na gut, wenn es, ja, muss man mal gucken. Aber ich finde das sehr, sehr cool, wenn das jetzt nicht so viel ist. Mein Mann hat da aktuell ein bisschen Probleme, da ist er auch schon dabei, das aufklären zu lassen und ja, macht da jegliche Arzttermine und Besuche. Ja, deswegen achten wir so ein bisschen drauf, dass es nicht zu viel ist. Und man kann da auch noch ein Möhren-Nussbrot draus machen. Mit 100 Gramm geriebenen Möhren und 50 Gramm ganzen Haselnüssen. Möhre würde ich reinmachen. Dann ist das auch ein bisschen saftiger und hat ein bisschen mehr, wie soll ich denn sagen? Das verbindet sich dann so ein bisschen mehr. Ja, das finde ich cool. Das gefällt mir sehr gut. 4,49 Euro. Hätte es noch eine andere Variante gegeben. Wunderbrot. Ohne Hafer ist das dann. Auch super. Ja, doch. Das finde ich richtig toll. Und es geht weiter. Ich habe da noch zwei Sachen drin. Und einen Zettel.
Und das machen wir am Schluss. Das machen wir am Schluss. Das finde ich sehr gut. Von Bully. Da waren ja auch mal diese Zimtschnecken-Cornflakes drin. Die waren ja richtig beliebt. Und das hier ist jetzt Crunchy Granola Roasted Nuts. Richtig, richtig cool. Haselnuss-Cashew. Weil die Kinder super gerne Porridge essen morgens. Und so sieht das aus. Cool, dass man das sehen kann. Und da passt das natürlich super dazu. Kann man das richtig gut untermischen. Finde ich sehr, sehr gut. Kostet 3,99 Euro. Und ich habe auch von der Marke was nachgekauft. Auch irgendwelche Cornflakes waren das. Aber das mische ich immer zum Müsli noch mit dazu, weil die auch so süß aussehen. Ich glaube, das waren so kleine Affen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ist da noch was Lustiges mit dabei. Aber ja, nur Cornflakes. Nein, die Dinkeldörte sagt nein. Ja, deswegen ein bisschen ausgewogen muss es schon sein. Das war's jetzt erstmal. Jetzt kommen wir zu dem richtig coolen Teilchen hier. Play-in-Schock. Das ist so eine kleine Schoko-Überraschung mit Spielzeug. Zwei köstliche Bio-Schokoladen, eine Spielzeug-Überraschung und ein Fun-Fact. Finde ich schon sehr cool. Ist so wie so ein Überraschungsei. Und das kann alles drin sein. Ich gucke mal, ob man da schon ein bisschen was sehen kann, ohne dass ich das jetzt, also die, ja, das jetzt richtig aufreißen muss, weil das würde ich dann gerne der Großen überlassen, dass sie da gucken kann. Und dann, wenn ich es zu Gesicht bekomme, kann ich euch ein Foto machen, aber vielleicht sehen wir das direkt, was da drin ist. Wir sehen, das ist sehr cool. Also das sind diese Schokoladenteilchen. Das ist cool. Oh, da freut die sich. Oh, ist das schön. Ein Tiger, so eine kleine Tigerfigur. Oh, ist das süß. Kann man dann zusammenbauen. Finde, gerade für ein kleineres Kind ist das eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Weil diese ganz kleinen Spielzeugteilchen dann immer ist ein bisschen blöd und das, ja, ne, das ist schon sehr, sehr cool. Boah, das ist schön. Und dann ist hier noch der Fun Fact. Hallo, ich bin ein Sumatra-Tiger. Ich bin eine sehr seltene Tigerart, die ausschließlich auf der indonesischen Insel Sumatra vorkommt. Meine Streifen sind dichter als bei anderen Tigerarten. Daher kann ich mich gut im hohen Gras tarnen. Ich bin ein Fleischfresser. Ich werde bis zu 2 Meter groß. Ach du lieber Gott. Das ist ja voll der Riesentiger. Ich wiege 140 Kilo und mehr. Ich habe Schwimmhäute zwischen den Zehen, was mich zu einem sehr guten Schwimmer macht. Was? Ein Tiger mit Schwimmhäuten? Wir werden 25 Jahre und älter. Wir sind stark vom Aussterben bedroht. Ich habe davon noch nie was gehört. Das ist ja abgefahren. 2 Meter, Leute. Überlegt euch das mal. Das ist ja so ein Kavenzmann. Oh mein Gott. Ja, das ist sehr, sehr cool. Kostet 2,95 Euro. Plastikfreie Schoko-Überraschung. 18 verschiedene Tiere oder 18 verschiedene Waldtiere können da drin sein. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und da haben wir auch noch ein Rezept für ein Tiramisu Overnight Oat. Auch nicht schlecht. Das war die Box. Hat mir sehr gut gefallen. Dieses Mal richtig tolle Produkte mit dabei. Das war's jetzt mit dem Video. Und genau. Schaut in die Infobox für den Rabattcode. Da könnt ihr sparen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.